Hi zusammen! In diesem Video zeige ich euch, wie man solch einen Türkranz näht. Dafür nehme ich Stoffreste, und zwar nehme ich hier 20 Baumwollstücke, die jeweils 11 x 14 cm haben. Diese lege ich mir jetzt erst einmal zusammen, immer 4 Stück übereinander. Und dann gehe ich hin und schneide von unten ca. 1 cm vom Rand nach oben hinweg. Das mache ich nun mit allen Stapeln. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Somit haben wir unten ein kürzeres Stück als oben. Und diese lege ich mir nun wie folgt hin. Rechts auf rechts übereinander und nehme eine Seite zusammen. Und dies mache ich mit einem Fake Overlock Stich, ihr könnt aber auch einen normalen geraden Stich nehmen. Wichtig ist danach allerdings zu versäubern. Und dann nehme ich mir das nächste Baumwollstück, lege mir auch dieses wieder rechts auf rechts und nähe eine Seite zusammen. Und das mache ich nun reihum mit allen Stoffstücken. Wenn ich alle 20 Stücke aneinander genäht habe, haben wir hier solch einen Kreis. Und jetzt nehme ich mir für die Rückseite ein Stück Stoff, auch wieder Baumwolle, und lege diesen Kreis einmal rechts auf rechts drauf. Schau, dass es schön einen Kreis ergibt. Und nähe nun bis auf hier diese Öffnung einmal den Innenkreis und den Außenkreis zusammen. Auch das mache ich wieder mit einem Fake-Overlock-Stich, aber auch hier könnt ihr wieder einen normalen geraden Stich nehmen und anschließend versäubern. Hier unten, wo wir nicht zusammengenäht haben, schneide ich nun einmal auf und dann schneide ich mir einmal den Innenkreis aus und den überschüssigen Stoff von außen weg. Jetzt krempel ich mir das Ganze einmal um. So sieht das jetzt aus. Und dann nehme ich mir schon mal die Kordel. Und dann lege ich mir den Stoff wie folgt rechts auf rechts aneinander, schön Naht auf Naht. Und fange dann an, von hier an zusammenzunähen. Einmal rundum, aber nicht komplett, da müssen wir eine Wendeöffnung lassen. Vorher lege ich mir allerdings die Kordel wie folgt hier zwischen auf die Rückseite vom Stoff. Und hier beginne ich auch zu nähen. Nicht komplett, sondern wir lassen natürlich eine kleine Öffnung. So sieht das dann aus. Hier haben wir jetzt eine kleine Öffnung. So sieht das jetzt von oben aus. Und hier durch die kleine Wendeöffnung stopfe ich nun die Füllwatte durch. Die Füllwatte, die ich benutze, verlinke ich euch gerne einmal unten in die Infobox. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir nur noch die Wendeöffnung verschließen. Das könnt ihr am besten mit einem unsichtbaren Stich machen. Dazu habe ich schon mal ein Tutorial gedreht, das verlinke ich euch auch gerne einmal unten in die Infobox. Jetzt möchte ich mir noch einen Schmetterling für innen nähen, den ich dort mit reinhänge. Dafür nehme ich ein Stück Stoff, 18 x 18 cm, falte das einmal auf die Hälfte und zeichne mir dort drauf einmal die Hälfte eines Schmetterlings drauf. Ihr könnt natürlich auch jegliche andere Sachen machen, zum Beispiel vielleicht Ostereier oder einen Osterhasen. Ich muss jetzt zugeben, mein Schmetterling ist jetzt nicht so toll geworden. Irgendwie habe ich da kein Händchen für. Aber ihr kriegt das sicherlich ein bisschen besser hin. Auf jeden Fall lege ich mir dann den Schmetterling rechts auf einen anderen Baumwollstoff. Nehme dieses einmal zu.
schneide den überschüssigen Stoff weg. Mach mir auf der Rückseite eben eine kleine Wendeöffnung. Krempel das dann einmal auf rechts und stopf auch dort Watte rein. Wenn genug Watte drin ist, schließe ich die Wendeöffnung einmal wieder mit einem unsichtbaren Stich. Und anschließend hänge ich mir den Schmetterling mittig in meinen Kranz rein. Und dann ist der Kranz auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen.